Dann machen wir das gemeinsam auf Arabisch und das muss richtig vom Herzen kommen. Okay. Ashhadu Ashhadu an an la ilaha la ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasul Rasul Allah. Allah. Ja, jetzt bist du offiziell Muslimin, Schwester. Danke Allah, der dich richtig geleitet hat, Schwester. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Gepriesen sei Allah, der die Menschen zu seinem geraden Weg lenkt, die das verdient haben. Und Alhamdulillah, du hast es verdient, inshallah. Wie fühlst du dich jetzt? Ich fühle mich sehr gut. Alhamdulillah, Schwester, Alhamdulillah. Wie alt bist du nochmal? 28. 28. Mhm. Hast du Kinder? Ich habe einen Sohn, ja, der ist 2,5. Ja, Alhamdulillah, der ist sowieso ein Muslim. Ja. Alhamdulillah. Und woher kommt dein Mann? Er kommt aus Bosnien. Aus Bosnien? Ja. MashaAllah. Und er praktiziert den Islam richtig? Also ist es auch bei ihm so, dass er nach ja, der wahren, also nach der Wahrheit gesucht hat. Mhm. Dann ist er auch bei euch auf die Seiten gekommen und hat sich das alles angeguckt, guckt sich das immer noch an. Also ist auf dem Weg, das alles zu tun und zu praktizieren. Mhm. Und ich bin auch so weit, dass ich, also ich wollte gestern schon anrufen, nur da ist keiner ans Telefon gegangen. Ich glaube, es war auch zu spät. Mhm. Aber ja, dann habe ich heute gedacht, ich wollte das heute nochmal versuchen und ich war auch so aufgeregt, aber ich fühle mich jetzt richtig gut und ich kann es mit Worten nicht beschreiben, also es... Alhamdulillah, Schwester, Alhamdulillah. Bist du Deutsche? Nein, ich bin Griechin. Aus Griechenland? Aus Griechenland. Ich habe sogar von euch den Koran kostenlos bekommen, vor 2 Wochen. Mhm. Und das ging so schnell und ich habe euch auch eine E-Mail geschickt, wie dankbar ich war, dass ihr das auch so schnell gemacht hat. Und ja, also eure Seite ist auch super. Alhamdulillah. Ihr habt das wirklich toll gemacht. Für jeden, der auf die Seite gehen kann, kann das finden, was er gerade sucht. Und ja, also. Ja, Alhamdulillah, Schwester, Alhamdulillah. Das ist eine große Freude, dass Allah uns als Werkzeuge nimmt. Möge Allah durch diese Seite und durch diese Worte alle Menschen in Europa, inshallah, zum Islam recht leiten, damit sie endlich mal die Glückseligkeit im Herzen erleben können, inshallah. Inshallah, ja. Inshallah, Schwester. Subhanallah, eine Schwester hat mich heute angerufen und mir gesagt, dass sie einen Koran auf Griechisch hat. Ja. Und sie wollte mir diesen Koran auf Griechisch hier zu mir schicken. Ich habe ihr gesagt, lass das bei dir. Inshallah wird irgendjemand oder irgendwann mal jemand oder ein Grieche den Islam annehmen, dann kannst du ihm den Koran direkt dahin schicken. Ja, das ist ja ein Zufall. Ja, Zufälle gibt es bei Allah nicht, aber Alhamdulillah, sie wird uns inshallah zuschauen und dir auch den Koran auf Griechisch zusenden, inshallah. Ganz ehrlich, auf Griechisch werde ich es nicht so verstehen wie auf Deutsch, weil ich bin hier geboren. Ich kann es versprechen, ich kann auch lesen, aber auf Deutsch werde ich den Koran besser verstehen können. Ja, aber was mit deinen Eltern? Meine Eltern sind Griechen und auch griechisch-orthodox. Ja, sie brauchen den Koran auf Griechisch. Ja, es wird sehr schwer mit meinen Eltern. Das weiß man nie. Wenn Allah will, dann werden sie auch den Islam annehmen, inshallah. Inshallah, ja. Inshallah. Und mach Dua, dass Allah sie inshallah recht leitet. Denn du bist jetzt inshallah sündenfrei. Ja. Und deine Gebete werden inshallah bei Allah direkt erhört. Dankeschön. Inshallah. Schwester, möge Allah deine Familie recht leiten zum Islam. Und möge Allah deinen Mann reichlich belohnen und euch Hand in Hand inshallah ins Paradies führen. Ja, das hoffe ich. Inshallah, Schwester. Ja,
Das freut mich und inshallah, wenn was ist, kannst du uns eben anrufen. Inshallah, Schwester. Dann sage ich Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي من رشادي أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد في سكون الليل أدعو في سجودي والدجى حولي سواد في سوادي يا رؤوفا يا رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك من نفادي يا سميعا يا مجيبا يا عظيما اهدني يا خالق السبع الشهاد اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي من رشادي أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي من رشادي للهدى والحق وفقني إلهي فعلى توفيقك اليوم اعتمادي يا إله الكون يا عوني وغوثي يا ملل الخلق في يوم المعادي أنا يا ربي أرجو منك عفوا فاعف عن ذنبي وحقق لي مرادي أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي من رشادي أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب